ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanalinfo. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid, denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben, natürlich. Auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und. Auf Twitch natürlich streame ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ihr mich dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasst. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da und zeigt es mir, dass sie euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare, ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Heute spielen wir eine 444 Level Death Run OG Map. Es soll wieder XP für den Season Pass geben. Wir werden uns anschauen, wie hoch sie sind, ob es sich rendiert, die Map mehrfach zu spielen, ob sie gut verteilt sind, ob es Bonus XP gibt pro Checkpoint oder war. Pro Easter Egg eingesammelt oder am Ende der Map. Wir werden gucken, ob es Easter Eggs gibt. Wir werden uns anschauen, wie abwechslungsreich die Map ist. Bei 444 Leveln kann ich mir gut vorstellen, dass sich einige Level wiederholen werden und das nicht gerade wenig. Wir werden uns anschauen, wie farbenfroh die Map ist. Wie abwechslungsreich natürlich. Und Mapcode wie immer in der Videobeschreibung. Wenn ihr selber Maps für mich habt, schreibt mir die Map kurz in die Videobeschreibung. In die Kommentare. Privat auf Insta. Auf Discord, wo immer ihr wollt. Alle Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanalinfo. Und ansonsten, Lobby ist komplett schwarz. Das ist gar nicht schön. Das gefällt mir schon mal überhaupt nicht. Aber ohne lang zu schnacken, Spiel starten. Wir wollen uns die Map angucken. Map Version 2. Okay. Und ich habe 450 Gold. Ich frage mich tatsächlich, warum. Ich habe diese Map noch nie gespielt. Und ich habe eine Karte. Grotto-Schlüsselkarte. Egal. Ich habe die Map schon mal gespielt. Warum habe ich die nicht aufgenommen? Dann habe ich die mit meinen Kindern gespielt oder mit Darko. Okay, dann spielen wir sie nochmal. Jetzt sogar mit Aufnahme. Und wir gucken, es gibt kein XP pro Checkpoint, sondern pro complete 400 Level, pro complete 10 Level. Gibt es XP, das heißt, wir werden gleich sehen, wie viele das sind. Nummer 9, Nummer 10, 401 EP. Okay, es gibt für 10 Minuten Playtime auch nochmal tatsächlich EP. Werden wir uns auch gleich anschauen, wie viele das dann sind. Das werden wir nämlich hinkriegen. Und ja. Das erinnert mich sehr stark irgendwie, also das kommt mir gerade wieder in den Kopf, dass da irgendwas mal, hallo Spring Avon, dass ich die irgendwie schon mal gespielt habe, aber warum habe ich die nicht aufgenommen, wenn ich die schon mal gespielt habe? Das ist eine gute Frage. Dann habe ich die wirklich nur mit meinen Kindern oder mit Darko gespielt. Aber was gibt es jetzt zur Map zu sagen? Bei 401 EP, bei für alle 10 Level, ich sag mal bei 400 Leveln, 48, das sind 16.000 EP, ungefähr 17.000 und ein paar zerquetschte EP sind das, au. Das rendiert sich auf alle malisch. Du sollst springen? Hallo? Das rendiert sich teilweise schon einmal. Leider weiß ich
noch nicht, wie die EP für die Spielzeit sind. Da müssen wir mal später glunzen. Ich habe aber gerade schon wieder 10 Level gemeistert, ohne was zu machen. Klettern kann man nicht. Kann man sprinten? Nein, sprinten kann man auch nicht. Das ist also schon mal alles deaktiviert. Die Map an sich scheint... Okay, für die Secrets gibt es auch nochmal EP. Ich habe alle Secrets gefunden. Okay. Ich habe gerade mal eins gefunden hier drin. Für die Secrets gibt es EP. Dann rendiert sich die Map tatsächlich schon einmal. Nein, nein, warum? Ike, du hast es doch gesehen. Ich hoffe mal, dass die 10 Minuten Spielzeit auch nochmal gut was bringt. Ansonsten... Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch sagen soll, außer dass wir die Map erstmal genießen werden. Bis jetzt hat sich tatsächlich noch nicht großartig irgendwas wiederholt. Auf die Secrets achte ich jetzt tatsächlich einfach mal überhaupt nicht, auch wenn die gut XP geben. Ich hoffe, dass die weitestgehend weiter angezeigt werden. Dann kann ich sie einsammeln. Ansonsten, ja, rennen wir einfach vorbei. Und ich habe mich wegen dem Secret umgedreht. Ach, es war so klar. Ja. Bis jetzt halt wirklich schlicht und ergreifend einfach die Map. Ich habe gerade 4 Minuten. Hey, was war das? 4 Minuten Spielzeit. Wir haben 58 Level gemeistert und irgendwie, ja, keine Ahnung. Ich bin noch nicht so ganz angetan von der Map, muss ich ehrlich sagen. Vor allem, das ist scheiße. Nochmal. Jetzt aber. Hä? Ey, was ist denn heute los mit mir? Hier sieht man das. Also man sieht, ich habe den tatsächlich schon nochmal gespielt, oder? Ah ne, die 61 Punkte sind die 61 completed Level. Ah, ich verstehe. Ich verstehe, ich verstehe. So, hier rennen wir einfach mal rüber. Warum auch nicht? Wenn man es kann, kann man es machen. Okay, Klettern, stimmt, war ja deaktiviert. Da war ja was. Aber wie gesagt, die Map spricht mich bis jetzt noch nicht so wirklich an. Also, das sind halt alles Level, wie man sie aus anderen Jump-Run-Maps kennt. Das ist, ja, ich weiß nicht. Das sagt mir noch nicht zu, die Map. Von den XP her, ja, würde ich sie tatsächlich öfter spielen, aber vom Spielspaß her bis jetzt würde ich sie kein zweites Mal spielen, weil das gefühlt hat man diese Levelabschnitte tatsächlich auf jeder Standard-Jump-Run-Map. Ich spiele lieber welche, die sich von anderen Maps abheben. Richtig abheben. Das hier ist mittlerweile auch Standard irgendwie. In jeder Jump-Run Map. Dass es diese beweglichen Pfeilen hier gibt. Also diese hier mit dem Ausrufezeichen. Aber sowas mit anderen beweglichen Teilen, wie zum Beispiel, dass einfach mal Blöcke verschwinden, wenn man drauf springt oder so,
Ja, das hat man halt sehr wenig auf Maps und das ist aber sowas, was ich auch wiederum feiern würde. Was soll denn das hier? So. Ja, nö, nicht mit mir. Sowas hier kennt man halt auch. Das sind alles Standardsprünge. Ich würde gerne mal lieber wieder eine Map spielen, die sich komplett ab... was war das denn? Abhebt von anderen Maps. Die Farm, die vielleicht sogar an irgendeine Story angelehnt ist. Aber leider ist das hier nicht der Fall. Einmal nach da. Oh. Was? Stopp. Das war klar, dass da hinten irgendwas an der Wand ist. Wenn man den Sprung an sich so schon nicht schafft. Keine Falle, okay. Okay, das sind nur Trugbilder. Wären das Bounce Pad, wäre das für mich richtig scheiße gelaufen. Ich mag zwar Bounce Pads, aber nur wenn sie richtig kalibriert sind. Und da gibt es ja schon das ein oder andere, was tatsächlich nicht ordentlich kalibriert ist. Jetzt müssen wir einmal da rüber angeln. Und wir haben es instant hinbekommen. Nice, nice. Ja. Aber das ist halt alles hier... Das sind alles Standardsprünge. Die machen keinen wirklichen Spaß. Ihr könnt jetzt schreien, was ihr wollt, dass ich abgehoben wäre, weil ich... mit den Standard... Weil mir die Standardsprünge nicht mehr gefallen. Ich will aber Abwechslung haben. Und das macht ja eine Jump-Run-Map aus. Man möchte ja nicht immer dauerhaft die gleichen Level pro Jump-Run-Map spielen. So, 10 Minuten Spielzeit, 2000 EP. Was hatten wir ausgerechnet? 17.000. Wow. Wir sagen mal 15.000, 20. Also man macht hier locker 20, 25.000 EP. Würde, oh, ich hasse solche Sprünge. Würde sich lohnen für jemanden, der nicht gerade auf die EP aus ist. Und das mag ich nicht, solche Sprünge. Hier zum Beispiel könnte Abwechslung reinkommen. Warum verschwinden die Platten nicht? Das wäre so geil gekommen, wenn die auf einmal verschwinden würden. Aber dem ist leider nicht so. Und ich weiß, man kann das einstellen, dass die verschwinden. Das hatten wir auch schon auf der einen oder anderen Map tatsächlich. Deswegen frage ich mich, warum diese Standardsprünge. Mach's doch herausfordernd, dass die Teile hier verschwinden. Oder langsam im Boden versinken. Ist doch kein Problem. Oh Gott, jetzt bin ich fast vorbeigesprungen. Ach ja. Das hat man gerade runter zu. Jetzt machen wir es nochmal hoch zu. Na, das kennt man halt alles schon aus anderen Jump-Run-Maps. Es wird auf Dauer irgendwann nur noch langweilig. Sorry, wenn ich das so sage, aber es ist halt einfach so. Da könnt ihr in die Kommentare schreiben, was ihr wollt.
Ich habe mittlerweile so viele Jump'n'Run-Maps gespielt, ich hätte gerne mal so ein bisschen wortwörtlich Abwechslung. Na, hier kommt ein Röhrchen. Wow, hier ist ein Stern. Das heißt also, dass hier gleich irgendwo hier hinten ein Secret kommen muss. Gerade mal 2 von 7. Und wir haben doch nicht alle eingesammelt. Gab nochmal 6000 EP. Also ich glaube, die Secrets lohnen sich hier mehr als Secrets und Spielzeit lohnen sich mehr als gemeisterte 10 Level tatsächlich. Aber gut. Wir werden sie trotzdem spielen, die Map. Wir haben sie jetzt angefangen. Wir haben zwar noch nicht die Hälfte durch. Aber wir spielen weiter. Jetzt hier. Hier. Und hier auch. Ah. Schön ist es aber auf jeden Fall, dass die Secrets markiert sind. Nein! Hör doch auf, Eivor! Du sollst nicht rutschen! Meine Fräse! Warum rutscht die eigentlich jedes Mal? Mhm. Was war denn das? Bin ich da gerade ernsthaft an der Kante hängen geblieben? Ja, was ist denn das für ein Abfuck, Alter? Warum macht man sowas? Warum baut man sowas in eine Jump'n'Run-Map ein? Ist doch klar, dass man dann wieder eine schlechte Bewertung bekommt. So eine Sprünge verstehe ich und warum überlappt man die so ekelhaft? Warum baut man sowas hier ein? Warum so ein Hütchen? Kann mir das einer erklären? Bei solchen Hütchen weiß man nie, wo die Hitbox ist, wo man wirklich drauf springen muss. So. Oh Gott. Und ja, die Map habe ich definitiv mit Darko schon gespielt. An dieses Labyrinth erinnere ich mich. Es kommt nämlich noch ein zweites. So, 154 Level. Ich gönne ganz kurz einen Schluck Kaffee. Das muss sein. Wir haben 6.20 Uhr in der Früh. Also da ist Kaffee Pflicht. Jedem, den das stört, dass ich einen Kaffee nebenbei trinke. Tschüssi, Koski. Dann schaut euch die Maps woanders an. Was ist denn hier los? Okay, solche Sprünge hatten wir auch noch auf keiner Map. Oh, schaffe ich das? Hui, ich hab's geschafft. Wir hatten schon lange kein Secret mehr. Wir haben 165 Level gemeistert und bisher nur 2 Secrets von 7 vor allem.
Hier. Ah. Ich verstehe. Oh, okay, das geht. Ja, genau, die habe ich in der letzten Season mit Darko gespielt, weil ich hier an der Kante festgestuckt habe. Ich bin hier hinten gelandet und bin die ganze Zeit hier lang hin und her gerutscht und konnte da einfach nicht mehr weg. Genau, und Darko hat sich scheckisch gelacht. So war das nämlich. Das zeige ich dir im Übrigen noch heim, Darko. Haha, ich weiß, du siehst das Video. Oh ja, das wirst du noch bereuen, dass du gelacht hast. Kappa. Nein, Spaß muss sein. Ich fand's ja auch lustig, aber irgendwie auch wieder scheiße. Dass man da einfach feststacken tut. Da war der Aufbau unüberlegt des Creators. Und sowas mag ich halt. Das ist Standard. Das ist schlicht und einfach. Das ist. Warum? Lasst euch doch mal da was Neues einfallen. Warum immer die Fallen ums Eck? Alter, was? Warte mal. Oh! Okay. Wir haben es trotzdem geschafft. Oh Gott, das ist ja mal so. Das sind so eine hässlichen Baublöcke für eine Jump-Run-Map. Hey, das kannst du keinem erzählen. Das ist aber nur meine Meinung. Ihr könntet die ja vielleicht sogar geil finden. Ne? So, Secret hier oben. Gibt wieder 6000 EP. Nice, nice. Ja, wenn wir Glück haben oder wenn ich Glück habe, mache ich hier noch ein Level up. Ansonsten, man erkennt schon, dass hier eine Falle ist. Schön. Und dann auch noch mit so einer schräge Torte. Warum? Das. Ach nee. Das macht doch keinen Spaß. So, gleich. Da war eine Deckenfalle. I hate Deckenfallen. Gleich haben wir 200 Level gemeistert, also die Hälfte. Mhm. Wieder so ein ums Eck Falle. Das ist einfach nur Schwachsinn, solche Fallen. Und diese ekelhaften, langgezogenen Dinger hier, die mag ich halt auch überhaupt nicht. Es ist einfach, ja, man weiß nie, wo man drauf springen muss, ob man runterrutscht oder nicht. Ist einfach sinnlos. Zu den EP-Verteilungen, es reicht. Es ist nicht zu viel, nicht zu wenig. Ich schweife nämlich gerne mal ab jetzt hier vom Thema, kriege ich mit, weil zu viele Level. Hat sich jetzt überhaupt schon mal ein Level wiederholt? Muss ich halt mal ernsthaft nachfragen. Ich weiß es gerade gar nicht. Die Level sind auf jeden Fall einfach. Auch was für Anfänger. Ja, sie wiederholen sich gerne mal, habe ich jetzt doch so langsam mitbekommen. Okay, das ist neu. Ach komm, schaffe ich doch eh nicht mehr. So, wir warten noch mal ganz kurz. Jetzt. Level wiederholen sich, haben nur ein anderes Aussehen. Ansonsten, ja, keine Ahnung. Die Map ist langweilig.
Ich spiele sie jetzt zwar noch zu Ende, aber mir sagt die Map tatsächlich nicht wirklich zu. Das ist einfach langweilig, weil man diese Sprünge alle schon kennt. Eben von anderen Jump'n'Run Maps. Ich muss mal gucken, dass ich welche finde, wo es mehr Abwechslung gibt. Und ich habe noch ein, zwei Maps tatsächlich in den Favoriten abgespeichert, wo ich sagen kann, da müsste Abwechslung drin sein. Das sind aber, wow, so eine große Maps. Da wird die Aufnahme etwas länger gehen als sonst. Aber aufnehmen werde ich sie so oder so. Wow, das war knapp. Warum baut man das in die Ecke, wo man dann nur noch direkt an die Dinger gebounced wird? Oh, das ist doch... Oh, da. Alter, das ist doch der Todespunkt pur! Wenn man direkt hier vorne hingebounced wird. Für jemand, der nicht so schnell reagieren kann, ist das... Alter, kannst du gerne mal zählen. Naja. Wir haben es trotzdem geschafft. Aha. Was soll das? Sorry, aber das kapiere ich gerade nicht. Warum? Einfach gegen Wände laufen, die dann kaputt gehen. Das ist doch... hä? Das verstehe ich einfach nicht. Hier kann man nirgendwo hochspringen. Hätte ja sein können, dass hier ein Secret versteckt ist. Aber da war kein Secret. Danke für den Hinweis. So, 4 von 7, fehlen ja nur noch 3. Da bin ich mal gespannt, ob man die noch kriegen oder ob man die übersehen. Okay, das ist auch eine Abfuckfalle, sorry, aber... Das war eine große Abfuckfalle. Ja. Ja, come on! Ja, okay. Es gibt Fallen, die sind, die gefallen mir hier überhaupt nicht. Nicht, weil sie scheiße schwer sind oder so. Es ist einfach so, das sind total sinnlose Fallen. In meinen Augen. Du willst mich doch verarschen, oder? Das ist auch der größte Schwachsinn hier mit dem Ding, wenn man davor noch Eisschuhe bekommt. Warum macht man diesen? Das war gefühlt arschklar, dass da irgendwo eine Falle ist. Und ich sag's gerne und immer wieder, ich hasse diese Deckenfallen. Vor allem wenn es Spikes sind, die kann man nicht einschätzen, wann die losgehen.
Und das hier aus diesen Gummireifen, dieses Zickzack-Slalom-Gedöns. Das ist auch schon Standard. Das kennt man auch auf jeder Jump'n'Run-Map. Oh, meine Fräse. So, wo ist die Falle? Nirgendwo. Aber hier. Okay. Hierzu muss ich sagen, großes Lob an den Creator, dass der hier so eine kleine Mini-Plattform eingebaut hat. Das gibt es sonst überhaupt nicht auf keiner Map. Da muss man wirklich von diesem schmalen Stück dann aus springen aufs nächste. Also da hat er hier tatsächlich ein Lob kassiert von mir. Ah, Entschuldigung. Aber was raus muss, muss raus. Und warum macht man einen Sprung, den man nicht auf Anhieb schafft? Verratet mir das bitte. Man muss wirklich unten am Ende dran springen, damit man... das ist ja auch total sinnlos. Aber gut. Oh nein. Oh, geschafft. Das haben wir auch geschafft. Wenn jetzt hier eine Falle kommt, ne, dann wäre das richtig assi. Aber hier ist keine Falle dabei. Das ist schon mal sehr, sehr gut. So, und hier ist das nächste Labyrinth, wo wir gleich irgendwo nach oben springen müssen. Auf der anderen Seite ist das mit dem nach oben springen. Also wieder hier lang? Nee, hä? Jetzt hab ich mich hier total vertan. Ach, hier geht's weiter. Okay, das war noch nicht das mit dem nach oben springen. Dann gibt's davon sogar drei Dinger. Wow. Lang ist es her mit der Map, muss ich dann sagen, schon ehrlich sagen. Wow, mal keine Falle ums Eck. Das hier müsste das sein, mit dem nach oben springen. Ja, hier, genau. So. Come on. Wir haben ja gleich zwei Drittel geschafft. Aber nur gleich. Noch ist es nicht so weit. Hallo? Das hier ist auch neu. Das gab es auch noch nicht so wirklich auf einer Map. Aber es ist halt einfach, weil man den Weg sofort sieht und man sneakt. Alter, dieses... Okay, Moment. Nochmal. Ja, die Kanten schubsen hier jetzt zurück. Das ist doch keine einzige Map, die wir bisher gespielt haben. Na doch, auf der einen oder anderen war es, glaube ich, schon mal so. Aber... warum?
Und warum schubst mich das zurück? Was ist denn das für eine... Da ist eine Scheiße! Warum baut man da oben eine Kante ein? Warum? Jetzt schon wieder! Warum macht man sowas? Ey! Warum macht man's? Dass man an den Kanten bei solchen Sprüngen zurückgebaut wird, das ist doch... Sorry, aber das ist eine asoziale, sinnlose Scheißfalle. Wenn das überhaupt eine Falle ist. Weil mir sah das dort, mir sieht das hier halt so aus, als ob die Wände nicht mal alle richtig bündig, die sind nicht mal bündig platziert. Die eine steht vor, die hier steht zum Beispiel vor, die da oben steht ein bisschen zurück, die ganz oben steht noch weiter zurück, die hier steht zurück, das ist gar nicht bündig aufgebaut. Also, ich glaube, der Map Creator, der. Entweder hat er vergessen, seine Brille aufzusetzen. Oder der guckt schief. Weil. Warum? Damit kassiert man doch nur Minuspunkte auf einer Jump'n'Run Map. Das muss der doch wissen. Die Wandaufteilung hier, die ist einfach nullbündig gebaut. Die Wände an sich sind ja schon die reinste Falle. Sag ich's mal so. So, sowas hier hatten wir auch schon mal auf der Map. Also Abwechslung ist, naja, es wiederholen sich nicht alle Level tatsächlich. Aber die einen oder anderen wiederholen sich. Warum baut man dann überhaupt so eine große Jump'n'Run-Map, wo sich dann Fallen wiederholen? Das war wieder arschklar, dass hier irgendwas ist. Das müssen mir jetzt mal wirklich alle, die das Video sehen, erklären. Warum baut man eine 400-Level-Map? Und macht es dann so, dass sich einige Level da drinnen wiederholen. Macht man es nur, damit die Map länger dauert, größer wirkt? Oder warum? Das ist sinnlos. Dann sollte man doch lieber eine... Oh, meine Stimme versagt gerade. Da sollte man doch lieber eine Map machen mit 200 Leveln, wo sich eben gar nichts mehr wiederholt. Aber hier, das verstehe ich nicht. Wenn ich eine Map bauen würde, Odin bewahre, ich mache das nicht, weil ich es nicht kann. Aber ich würde doch nicht eine 400, 500, 600 Level Map bauen, wo sich nach gefühlten 50, 100, 150 Leveln die Level wiederholen. Das macht ja keinen Spaß und das ist Abfuck. Das ist also. Mir fehlen tatsächlich die Worte dazu. Das ist doch dann langweilig. Klar, wenn man seine Map pushen, indem man sagt: Oh, guck mal hier, eine übelst große Jump'n'Run-Map. Ich habe schon 700 Level-Maps gespielt, wo sich nach gefühlt 200 Level. Jede Level wiederholen. Oder nach gefühlten 100 Leveln hat sich einfach alles wiederholt. Was einfach komplett langweilig, dumm und sinnlos ist. Und dann gab es da so viel XP, da hätte ich eine 50 Level Map spielen können und hätte tatsächlich mehr XP rausbekommen. Also, ja. Ach komm mal, warum diese scheiß Bodengiftfallen?
Nee, aber wirklich, warum macht man solche Fallen und warum macht man das, dass ich die Level einfach gefühlt nach der Hälfte, nach dem Drittel wiederholen? Das ist langweilig. Da hätte ich mir lieber viel mehr Abwechslung hier gewünscht. Alter, das war knapp. Auf was der Map Creator hier verzichten hätte können, sind tatsächlich diese Giftpfeile im Boden, die ein, zwei Blöcke tiefer gelegt sind. Ja, genau, gelegt. Da hätte er echt drauf verzichten können, weil... Nee, warum? Ach komm, ich brauche schon Kaffee. So. Schluck Kaffee intus. Geht's weiter. Alter, leck mich am Hinterteil. Geht war gerade knapp. Das hier ist auch total sinnlos. Warum macht man da eine Stachelfalle hin, wenn man in die Röhre muss? Klar, ich habe von Abwechslung gesprochen, aber... Die hätte echt nicht sein gemusst. Und uns fehlt immer noch zwei Secrets. Alter! Das war knapp. Hier hat er zum Beispiel nicht so eine Dinger angebaut. Frage ich mich tatsächlich, warum? Bei ihm macht das, bei dem hier macht das nicht. Das ist doch widersprüchlich in meinen Augen. Und das hier, oh, richtig kacke, ey. So, haben wir wieder ein bisschen Spielzeit rum. Gab wieder ein paar XP. Das Level Up haben wir ja... Oh, leck mich am Arsch, ey. Ihr habt es nicht gesehen. Ich habe gerade meinen Monitor erst auf den Mittelfinger gezeigt. Hier kann man wieder nicht einschätzen, wie weit die Kackfalle geht. Das ist... Warum macht man sowas? Das ist doch zum Heulen. Naja. Und fehlen. Ja, komm. Und man rutscht natürlich ab. Man muss wieder genau mittig springen. Da willst du mich verarschen? Was war denn das? Das geht auf der anderen Seite einfach gar nicht weiter. Hier kann man halt auch null einschätzen, wie die Falle ist. Hier geht's ja wieder. Oh Gott, was ist das hier? Oh mein Gott, ne. Hier. Gab nochmal 6000 EP. Nice, nice. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, wie viel EP noch fehlt. Oh, leck mich am Arsch. Zum nächsten Level ab. Können wir ja mal ganz kurz runden. 48.000 fehlen noch. Nur ja, die werden wir hier nicht mehr bekommen. Ey. Mit Bodenfallen kenne ich mich ja so gut aus. Aber...
Diese eine war bescheiden scheiße. Was war denn das? Kein Platz auf der Map gehabt? Okay, muss ich nicht verstehen, oder? So, solche Sprünge hatten wir doch auch schon. Oder zumindest solche ähnlichen. Die sind doch langweilig. Wo ist die Abwechslung? Sowas hat man auch schon. Langweilig. Sorry, aber ich muss es sagen. Und es ist so, wie es ist. Es ist langweilig. Ach, come on. Oh, das hat man ja schon lange nicht mehr, dass man angeln tut oder muss. Okay, dann ganz knapp da lang. Yo! Was ist denn? Was? Hä? Oh mein Gott, ich glaube, der hier war der erste. Nein, war er nicht. Merkt euch, rosa ist es nicht. Lila. Lila war's. So, noch knapp 30 Level. Oh no. So. Und ein Secret fehlt noch. Das ist schon wieder so eine Scheiße. Das ist nicht alles bündig gebaut. Warum? Wenn man das in einem Sprung machen will, warum stößt man hier an die Kante und fliegt kilometerweit zurück? Warum macht man diesen? Warum baut man so eine Scheiße ein? Warum baut man das nicht alles bündig und fertig? Sorry, aber bei sowas kann ich mich nur aufregen, weil das nimmt den Spielspaß an der Map. Bei mir ist der Spielspaß eh weg, weil... No. Und so. Aber... Naja, nicht nur, weil ich sie kenne, sondern weil einfach... Ja, die Map ist langweilig in meinen Augen. Weil man das alles schon aus anderen Maps kennt. Nee, aber warum baut man das nicht bündig? Warum will man einen damit total den Spielspaß nehmen? Oh, warum rutscht man an einer Scheißkante ab? Kann man überhaupt an solcher Kante, an so einer Kante abrutschen? Ist das Standard? Ich glaube nicht. Entschuldigung. Oh, ich wollte tricksen. Ha, ich hab getrickst. Lalalalalala. Wie oft hatten wir jetzt schon so eine Falle ums Eck? Dass das den Creator nicht langweilig wird, solche Fallen zu bauen?
Hier ist das weiß, hier ist Darko auch mit dich gesprungen. Während ich wusste, wo man lang muss, ja. So, letztes Level. Und wir sind durch. Wie viel Bonus-EP? Gar keine. Ernsthaft? Mhm. Doch. 28.000 Bonus-EP. Nochmal 23.000. Ich habe noch ein Level Up. Müsste das so sein jetzt hier, oder? Ja, wir haben zwei Level Up in der Map, auf der Map gemacht. Geil. Okay, also ich muss sagen, XP-technisch rendiert sich die Map. Spielspaß und Spannung an der Map ist gar nicht gegeben. Für mich ist die Map langweilig, weil gefühlt wiederholen sich die Level. Ansonsten, wenn ich das hier so sehe, was der noch so für Maps hat. Hier 444, ist das die, die wir gerade spielen? Zeigt mal her. Nein, das ist eine andere. 333 Level, da wird sich wieder alles wiederholen. 222, 111 Level, ja. Also ich muss sagen, die Map für mich persönlich, ich würde es jetzt vielleicht noch ein, zwei Mal spielen wegen den XP, aber das war's. Was? Collect 3 Hidden Toilet Paper? Ach, das muss dann hier irgendwo sein. Ja, werden wir nicht machen. Ansonsten eintönig kaum Spaß an den Jump'n'Run, weil man kennt die schon aus anderen Maps und ja, mir bleibt nicht mehr viel zu sagen. Mapcode in der Videobeschreibung. Schreibt mir eure Mapcodes in die Kommentare oder auf die Social Media. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag.